Ja, herzlich willkommen Ihnen daheim an den Bildschirmen und auch meinen Gästen und Gesprächspartnern hier im Raum, im Kurhaus am Wiener Stephansplatz. Endlich wieder so etwas wie eine Live-Veranstaltung, zumindest teilweise live. Ein bisschen auf Kontakt, auf Tuchfühlung wieder gehen, wenn auch mit Distanz. Wir geloben hoch und heilig, dass wir das C-Wort nicht in den Mund nehmen werden heute Abend, außer in einem Kontext, nämlich oder in einem Kontext, wenn es um Canisius geht. Um den oder über den werden wir heute sprechen, Petrus Canisius. Dazu haben wir eine illustre Runde zusammengestellt an Expertinnen und Experten. Mein Name ist Henning Klingen. Ich bin Redakteur der CatPress, der katholischen Presseagentur, und zugleich Chefredakteur seit 9 Jahren des Miteinander, einer Zeitschrift des Canisius Werkes. Und sozusagen hoffe ich dann auf diesem Wege auch über meinen Überdrüber-Chef etwas zu lernen. Bevor wir jetzt in Medias Res gehen und in die einzelnen Impulse gehen, möchte ich aber das Wort an Markus Beranek geben, Leiter des Pastoralamts der Erzdiözese Wien. Ja, grüß Gott und einen guten Abend. Vor mir liegt der Hut, der an Petrus Canisius erinnert. 100.000 Kilometer ist er im Laufe seines Lebens gewandert, 4.000 Kilometer im Jahr. Unglaublich, wie viel er unterwegs gewesen ist. Am 8. Mai vor 500 Jahren, also vorgestern, war sein Geburtstag, und für ein Jahr war er Diözesanadministrator dieser damals ganz kleinen Diözese Wien, die sich noch nicht einmal richtig als Diözese konstituiert hatte und die dann kräftig durchgebeutelt war. Und so sehr die Zeiten sich damals von heute unterschieden haben, vielleicht kann er uns doch heute auch eine Inspiration für unsere Umbrüche und Veränderungen sein. Aber damit sind wir jetzt schon mitten im Gespräch und ich bin ganz gespannt, auch was ich selber über ihn und von ihm lernen werde, und gebe damit das Wort an Henning Klingen zurück. Ja, vielen Dank für die Begrüßungsworte. Ich frage mich auch, warum blicken wir eigentlich 500 Jahre sozusagen zeitversetzt jetzt auf diesen Heiligen, der ja doch ein recht sperriger Heiliger ist. Mit dem verbindet man oder assoziiert man zum Beispiel das Thema Hexenverbrennung, mit dem assoziiert man viele andere Dinge. Im Idealfall assoziiert man die, manche assoziieren auch gar nichts mit Petrus Canisius. Warum lohnt sich das, auf den zu schauen? Wenn man ein bisschen auf das Datum guckt, Markus Beranek hat schon gesagt, den 8. Mai, das ist ein pikantes Datum. Was das nämlich interessanter macht zusätzlich, ist am 8. Mai 1521 auf dieses Datum datiert das Wormser Edikt. Das heißt eigentlich der Tiefpunkt Martin Luthers, die Reichsacht, die über den Reformator ausgesprochen wurde, am Geburtstag von Petrus Canisius datierend. Das heißt auf der einen Seite der Tiefpunkt Martin Luthers und der Auftakt der Reformation, die dann nicht mehr quasi in dem Sinne zu stoppen war, wo dann der Zug abgefahren ist, wie Christian Danz das mir in meinem Interview gesagt hat, und zugleich die Geburtsstunde des Gegenreformators, also eine besondere historische Konstellation, kann man sagen, über die wir heute sprechen. Wir werden nun in 3 Stufen oder in 3 Kreisen uns dieser Person nähern. Zunächst wird Pater Inama Zeit und Werk von Petrus Canisius vorstellen. Dann werden wir von Frau Schweighofer hören ein bisschen zum historischen Setting damals, und dann wird Gabriele Zackel übernehmen und ein bisschen den Brückenschlag wagen ins Heute und Hier und Jetzt, was wir tatsächlich vielleicht auch in der Pastoral, in der Seelsorge von Petrus Canisius lernen können. Kommen wir zu unserem ersten Redner, Pater Markus Inama. Jesuit, war bis zum Eintritt in den Jesuitenorden Leiter eines Obdachlosenheimes in Wien, 1987 in den Jesuitenorden eingetreten. Von 1995 bis 2008 arbeitete er im Bereich der Jugendarbeit in Wien und in Innsbruck. Dann übersiedelte er nach Bulgarien und arbeitete mit oder für das Werk von Pater Sporschil für die Concordia, wo er bis heute im Vorstand tätig ist, wenn ich das richtig gesehen habe, und war bis 2018 Rektor des Jesuitenkollegs in Innsbruck. Seither ist er Superior der Jesuiten in Wien. Pater Inama, wir freuen uns auf Ihren Impuls. Vielen Dank. Es sind jetzt schon einige Zahlen genannt worden. Peter Canis, ich glaube, das war der Name, mit dem er geboren wurde, an der niederländisch-deutschen Grenze. Und ungefähr so in seiner Lebensmitte, man könnte sagen, in seinen besten Jahren, hat er knappe vier Jahre in Wien verbracht. Also 1552 hier angekommen, wurde zum Diözesanadministrator, also zum Administrator der Diözese ernannt,
Und 1556 hat er sich dann verabschiedet, ich glaube, Richtung Augsburg. Das war auch das Jahr, in dem er den Katechismus, die erste, glaube ich, deutsche Ausgabe des Katechismus erschienen ist. Petrus Canisius war eine unternehmerische Persönlichkeit, ein Netzwerker, ein Mensch mit einem eigenen Motor, könnte man sagen, aber auch ein schwieriger Charakter. Und da gab es einige Reibereien auch mit seinen Obern. Ich möchte 5 Aspekte herausgreifen, die mir aus meiner Perspektive als Jesuit erwähnenswert erscheinen. Ein erster Punkt, sein Verhältnis zu seinen Eltern, ein rebellischer Teenager. Wobei man genauer sagen muss, wahrscheinlich das Verhältnis zu seinem Vater, weil seine Mutter starb, als er noch nicht einmal 10 Jahre alt war. Sein Vater war Jurist des Herzogs von Geldern und nicht nur das, er hat auch die Söhne des Herzogs erzogen. Schließlich wurde er zum Bürgermeister von Nimwegen und der Vater wollte, dass sein Sohn Peter in seine Fußstapfen tritt, hat ihn nach Köln geschickt zum Jus-Studium. Aber der hatte schon damals so eine religiöse Ader, eine spirituelle Ader, hatte Kontakte mit der Kölner Kartause und das hat seinem Vater gar nicht gefallen. Peter wollte geistlich leben und die väterliche Autorität hat er eher als belastend erlebt. Ein Studienkollege ist dann mit 18 in den Kartäuserorden eingetreten und eigentlich hatten die beiden vereinbart, dass sie das gemeinsam tun wollen. Peter ist nicht eingetreten und damit hat so ein bisschen eine 2-jährige Selbstfindungsphase begonnen. Die Wende haben dann die großen Exerzitien gebracht, die er beim Peter Faber, das ist einer der ersten Gefährten des Ignatius, bei dem hat er die Exerzitien gemacht und das hat ihm einiges in Bewegung gebracht. Ein Historiker hat gemeint, im Blick auf die Begabungen, die er zu Hause mitbekommen hatte, passte der Jesuiten eher zu ihm, weil er dort die Sehnsucht nach Innerlichkeit, die ihn wahrscheinlich zu den Kartäusern aufgezogen hat, mit seinem umtriebigen Naturell, das er von seinem Vater geerbt hat, verbinden konnte. Und so ist Peter Canis 1543 dann Jesuit geworden und erstaunlicherweise Ende des Jahres, desselben Jahres, ist sein Vater gestorben. Er ist ans Sterbebett, hat dort eine Nacht bei ihm verbracht und er hat ihn sehr geschätzt, so rückblickend in seinen Briefen. Also für mich da ein erster Punkt, Selbstfindung, einerseits in Abgrenzung, andererseits aber doch auch im Einklang mit unserer Herkunft. Ein zweiter Punkt, wo werden wir gebraucht? Wir haben schon gehört, Peter Canisius hat mit dem Hut auf dem Kopf, also sein Wanderhut, zigtausende Kilometer zurückgelegt in Europa. Ich habe ein Detail gefunden, als der kaiserlichen Bitte entsprochen wurde, für die Gründung des Kollegs in Prag 12 Jesuiten aus Rom zu schicken. Da hat der Petrus Canisius sozusagen als Routenplaner fungiert. Er hat ihnen geschrieben, also von Rom müsst ihr nach Ancona, dann, wenn die Winde günstig sind, zur See nach Triest, von Triest nach Wien und von Wien die noch übrigen 60 Meilen zu ihrem Bestimmungsort. Also der hat sich wirklich ausgekannt und ich glaube, wenn man den gefragt hat, du, wie komme ich da und dorthin, hätte er das gewusst. Und nicht nur die Reisen, auch die Aufgabenfelder, die er suchte und übertragen bekam, waren ein Abenteuer. Je verzweifelter die Lage war, so hat er das formuliert, umso geeigneter schien ihm sein Einsatz als Jesuit. Ihm ins Auge gestochen ist vor allem die prekäre Situation in den Pfarren, die fehlenden Bildungsmöglichkeiten und das waren so für ihn die brennendsten Nöte. Und das habe ich auch aus dem Buch von Matthias Moosbrugger. Die damalige Zeit war aufgeheizt religiös. Und wenn man das so sieht, dann war, glaube ich, Petrus Canisius immer mittendrin in der heißesten Zone sozusagen. Petrus Canisius nahm die Kriterien, die in den Jesuitensatzungen notiert sind. Wir gehen dorthin, wo die Not am größten ist und wo andere nicht hingehen, ernst. Ich glaube, das kann man sagen. Und für mich eine Frage, die ich in den Raum stelle, wo sind heute diese Orte? Wo ist die Not groß? Wo gehen andere nicht hin? Ein dritter Punkt ist der Umgang mit Medien. Am Beginn der Neuzeit gab es in der breiten Bevölkerung ein anspruchsvolleres religiöses Bewusstsein als in den Jahrhunderten davor. Diesen Satz habe ich von Klaus Schatz, einem Mitbruder und Historiker. Und das lässt sich auch erklären durch die Erfindung des Buchdrucks.
Gedankengut konnte viel effizienter transportiert werden als zuvor. Martin Luthers Schulkatechismus von 1529 erreichte jeden Winkel Deutschlands. 1568 waren hunderttausende Exemplare im Umlauf. Und so hat sich dann nach einigem Hin und Her auch der Petrus Canisius dran gemacht, einen Katechismus zu schreiben. Die erste Fassung war eine Fassung für Studienanfänger. Ich glaube, dass das so etwas in der Art war, also ein großer Katechismus, der ist aus dem Jahr 1586. Und er hat dann sich aber danach auch noch auf zwei kleinere Fassungen, auf zwei andere Zielgruppen fokussiert. Die kleinste Fassung war für Schulanfänger und dann war noch eine für 14- bis 16-Jährige, welche dann auch die weiteste Verbreitung fand. Die Struktur seines Katechismus hat Glaubenswahrheiten verbunden mit Hinweisen und Gebeten für den Alltag. Und hier eine Frage, die wir uns stellen können: Wie können wir im Zeitalter der digitalen Wende Menschen erreichen und ihnen gute Informationen zugänglich machen? Wie können wir abseits des Mainstreams auf Themen aufmerksam machen? Und wie können wir selbst einen guten Umgang mit den neuen Medien pflegen? Ein vierter Punkt: Wirksamkeit. Wie können wir gute Ideen zum Durchbruch verhelfen? Und dort möchte ich auf ein Detail eingehen, und zwar die Kollegien, die Jesuitenkollegien oder Schulen, würde man heute sagen, Jesuitenschulen. Im Gründungsdokument der Jesuiten steht lediglich, dass in der Nähe von Universitäten Kollegien gegründet werden sollen, um dort künftige Ordensmitglieder auszubilden. Ursprünglich waren das bloße Unterkünfte. Es gab in Spanien, Portugal gab es einige davon. Dann tauchte die Idee auf, auch grundlegende Fächer dort zu unterrichten, von Jesuiten für Jesuiten. Und dann wurde begonnen, gemeinsam mit den Jesuiten auch andere Schüler zu unterrichten. Das erste Beispiel war in Gandia in Spanien. Und somit wurden die Schulen, also diese Kollegien, öffentlich. Und damit brauchte es auch eine Fundation, eine finanzielle Basis. 1548 hat sich Ignatius entschieden, die städtische Schule in Messina zu übernehmen, und Petrus Canisius war Teil des Lehrerkollegiums. Allerdings, das war nur ein Jahr. Und dass das Kollegium Messina für den Jesuitenorden zu einer Initialzündung wurde, das war damals nicht absehbar. 5 Jahre nach der Gründung von Messina existierten bereits 36 Jesuitenkollegien. Petrus Canisius war in seiner Lebenszeit an 18 Gründungen beteiligt. Also wie können wir Ideen zum Durchbruch verhelfen? Im Jesuitenorden gab es eine funktionierende Leitungs- und Kommunikationsstruktur. Die Gesellschaft Jesu war ein lernendes Gebilde. Und ich glaube, durch den Austausch untereinander, so nach dem Modell Best Practice, wurde Neues entwickelt und weiterentwickelt. Und das finde ich für mich eine interessante Beobachtung. Ein Charakteristikum der Gesellschaft Jesu ist, dass wir uns vom Papst senden lassen. Der Franz Xaver wurde 1541 nach Indien geschickt. Manchmal wurden aber diese Versprechen, dass sie zu diesem Zweck dort und dorthin gehen sollen, von Päpsten, aber auch von anderen Auftraggebern nicht eingehalten. So war es auch in Wien. Die Jesuiten mussten zunächst an der Universität unterrichten. Die Zustimmung für eine eigene Schule nach dem Modell in Messina, die mussten sich die Jesuiten zuerst, sagen wir mal, an Nebenschauplätzen verdienen. Und wie haben sie das gemacht? Die Jesuiten verteilten Kleidung, die sie sich erbettelt hatten, an arme Menschen. Die Jesuiten wirkten in den Arbeitervierteln, in denen viele Menschen aus Italien und Spanien lebten, die die Befestigung der Stadt gegen die Türken errichteten. Als 1552 aufgrund der Pest die Schulen und Universitäten geschlossen wurden, konzentrierten sich die Jesuiten auf die Seelsorge im Umfeld der Stadt. Es waren 300 Pfarrer ohne Priester. Die Jesuiten besuchten Kranke. Sie kümmerten sich um sterbende italienische Söldner, die vom Krieg zurückgekehrt in den Straßen Wiens starben. Und so hat sich die Stimmung in der Bevölkerung langsam verändert. Auch der König war überzeugt von den Jesuiten
und die Bürgerinnen und Bürger schickten ihre Söhne, in dem Fall bei den Jesuiten, zur Schule. So wurde das Wiener Kolleg zu einem Modell für ganz Mitteleuropa. Also eine zweite Antwort auf die Frage, wie können wir guten Ideen zum Durchbruch verhelfen? Das hat, glaube ich, auch sehr viel und auch heute mit der Frage zu tun, wie wir heute das Vertrauen der Menschen gewinnen können. Die Pandemie hat uns gezeigt, dass uns im Grunde nichts anderes übrig bleibt, als das Beste zu versuchen, unsere Spielräume zu nutzen. Welche Spielräume tun sich uns heute als Kirche, als Menschen auf? Und damit komme ich zum letzten Aspekt seines Lebens. Konzil, seine Präsenz beim Konzil von Trient. Petrus Canisius als Vermittler, habe ich das überschrieben. Petrus Canisius wurde auch zum zweiten Teil des Konzils von Trient eingeladen, wollte da ursprünglich nicht hingehen. Und seine Aufgabe bestand darin, vor allem über die Situation in Deutschland zu informieren. Ansonsten hat er sich in 5 Wochen nur einmal zu Wort gemeldet. Also das ist für mich auch irgendwie erstaunlich. Aber die Tatsache, dass das längste Konzil der Kirchengeschichte doch noch abgeschlossen werden konnte und einen Neuanfang der katholischen Kirche in der Neuzeit symbolisierte, hatte auch mit Petrus Canisius zu tun. Er war im Beraterstab Kaiser Ferdinand I., der in Innsbruck residierte, um näher beim Konzil zu sein. Petrus Canisius hatte auch Ideen, wie die Kirche sich verändern sollte, aber, das hat er, glaube ich, auch dem Kaiser ganz deutlich gemacht, dass er jeden Druck auf den Papst ablehne, wodurch das Konzil, das an der Kippe stand, schließlich auch gerettet wurde. Dass 450 Jahre nach dem Konzil von Trient ein Jesuit-Papst ist, hat sich Petrus Canisius, glaube ich, nicht vorstellen können. Trotz der völlig anderen Zeit lassen sich in ihrer Weise des Vorangehens, glaube ich, aber auch Parallelen entdecken. Papst Franziskus schildert in dem Buch Wage zu träumen die 3 Schritte: Sehen, Wählen, Handeln. Und er meint, dass Veränderungen in der Kirche nur dann möglich sind, wenn es von allen Seiten eine grundsätzliche Offenheit gibt, sich auf einen Unterscheidungsprozess einzulassen. Schluss möchte ich noch kurz Danke sagen für die Feedbacks meiner Mitbrüder, die mir bei diesem Vortrag ein bisschen Ratschläge mit auf den Weg gegeben haben. Danke. Ja, vielen Dank für diesen ersten Impuls. Da waren einige Eckpunkte dabei, glaube ich auch diese herausgearbeitet haben, über die wir gleich sprechen können. Also es hört sich ja fast an, als wäre es ein topmoderner Denker sozusagen, auch die, was er sozusagen mitgebracht hat und was er heute noch sagen kann. Bevor wir jetzt übergehen zum zweiten Impuls von der Frau Dr. Schweighofer, so möchte ich noch kurz sagen, es gibt auch für Sie daheim die Möglichkeit, sich zu beteiligen in dieser illustren Runde. Wir haben bis kurz nach 9, etwa eine Dreiviertelstunde insgesamt noch Zeit. Der Chat ist offen, die Chatfunktion, und Sie können sich sozusagen schreibend beteiligen und dann werden wir Ihre Fragen oder Ihre Inputs hier auch in die Runde einbringen. Kommen wir nun zu unserem zweiten Impuls. Frau Magister Dr. Astrid Schweighofer studierte evangelische Fachtheologie und Geschichte und Französisch auf Lehramt in Wien, war von 2007 bis 2016 freie Mitarbeiterin bei Ö1 im Radio. Von 2008 bis 2012 war sie Prädok, Assistentin am Institut für Kirchengeschichte, christliche Archäologie und christliche kirchliche Kunst der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Wien, hat 2013 promoviert in evangelischer Theologie in Wien. Und von 2014 bis 2020 war sie dann Postdoc und hat sozusagen arbeitet bis jetzt an ihrer Habilitation, ist tätig zum einen in Teilen an der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Wien-Krems und zum anderen an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Stipendiatin, wo sie, wie gesagt, an ihrer Habilitation arbeitet derzeit. Herzlich willkommen und wir freuen uns auf Ihren Input, wo es um die 3 heißen Jahre sozusagen in Wien speziell geht und Österreich. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung und auch für die Einladung, dass ich heute hier sprechen darf als evangelische Teilnehmerin sozusagen. Ich werde im Folgenden die religiöse Situation in Wien in der Mitte des 16. Jahrhunderts in den Blick nehmen. Also die Jahrzehnte vor und nach Petrus Canisius Wiener Zeit. Auf sein Wirken werde ich jetzt mit Blick auf das Vorgängerreferat nicht eingehen, vielmehr versuchen, eine allgemeine Bilanz bzw. ein Bild jener Jahre zu zeichnen versuchen. Es sind schon Stichworte gefallen, das Konzil zu Trient, die Situation in Deutschland,
Das hat natürlich auch mit der Reformation zu tun. Ich möchte aber heute einsetzen jetzt zunächst mit einem Zitat aus dem Jahr 1577, ein Zitat des katholischen Reichshofrats Georg Eder, der sich eben Anfang 1577 in einem Brief sehr besorgt gezeigt hat über die Situation der katholischen Kirche in Wien. Also 20 Jahre nach Canisius. Er schreibt, in den vergangenen 20 Jahren sei es mit der Religion nie so schlecht gestanden wie zum jetzigen Zeitpunkt. Zwar hätten die, ich zitiere, frommen heiligen Vater der Sozietät Jesu ein kleines Häuflein aufgehalten, ansonsten aber, Zitat, ist alles gefallen, so Eder. Für den Sakramentsempfang würden die Leute nicht mehr in die Haupt- und Pfarrkirchen gehen, sondern ins Landhaus, wo evangelischer Gottesdienst gefeiert wurde zu diesem Zeitpunkt. Es sehe ganz danach aus, dass auch die Hauptkirche Wiens, also St. Stephan, bald zu einer Wüsten werde. 25 Jahre früher, im Jahr 1552, war Petrus Canisius nach Wien gekommen. Auch er klagte damals, dass die verfluchte Pest der Häresie in Wien immer mehr um sich greife und befürchtete, dass sich Wien zu einem zweiten Wittenberg oder Genf entwickeln könnte. Was ist dran an derartigen Aussagen und wie war es wirklich bestellt um den alten Glauben in der Residenzstadt Wien in der Mitte des 16. Jahrhunderts? Wie sah das religiöse Leben damals aus? Erlauben Sie mir einen kurzen Blick in die Frühzeit der Reformation, also in die 1520er Jahre. Sie haben es schon erwähnt, das religiöse Leben war bunt, religiöse Blüte, die Menschen suchten nach Heil. Auch in Wien war ein kräftiges religiöses Leben und auch die frühe Reformation war sehr vital und kräftig. Die reformatorischen Ideen Martin Luthers fielen auf einen fruchtbaren, von Humanismus und Kirchenkritik geprägten Boden. Antiklerikalismus und Pfaffenhass waren weit verbreitet und die kirchlichen Missstände, dazu gehörte die kritisierte Lebensweise und Pfründenanhäufung der Priester, deren ungenügende Ausbildung, besonders aber der Ablass, der das Heil der Menschen an die Bezahlung von Geldbeträgen band, wurden offen diskutiert und kritisiert. Eine besondere Rolle bei der Verbreitung der Ideen spielten natürlich die Flugschriften, auch das wurde schon erwähnt, befördert nämlich durch das neue Medium des Buchdrucks, dessen sich natürlich auch Petrus Canisius dann bediente und das auch der reformatorischen Bewegung hier einen starken Schub gab. Ein Prediger im Stephansdom war beispielsweise 1522 Paul Sperratus, der im reformatorischen Sinn von der Kanzel gepredigt hat, das Priestertum aller Getauften propagiert hat, die lutherische Rechtfertigungslehre und sich selbst mit einer Frau zusammenlebend gegen den Zölibat ausgesprochen hat. Er wurde dann umgehend exkommuniziert und auch verhaftet und musste das Land verlassen. Auch die landesherrlichen Gegenmaßnahmen ließen nicht lange auf sich warten. Es gab Mandate, in denen die Einhaltung des Wormser Edikts von 1521 eingeschärft wurde. Mit diesem Edikt, Sie haben es erwähnt, wurde ja die Reichshaft über Luther verhängt und seine Schriften verboten. Und auch mit Mandaten sollte der Zustrom und Nachdruck lutherischer Schriften eingedämmt werden in Österreich. Es gab auch erste sogenannte Blutzeugen, zum Beispiel Kaspar Tauber, der vorher ein eifriges Mitglied der Gottleichnamsbruderschaft gewesen war und seine reformatorischen Ideen nicht widerrufen wollte, oder auch Balthasar Hubmaier und seine Frau, zwei Täufer, die 1528 ihr Leben lassen mussten. Der weiteren Einwurzelung der Reformation taten diese Maßnahmen aber keinen Abbruch. Die Reformation hat dann im Wiener Bürgertum zunehmend Fuß gefasst und in den Stadthäusern der evangelischen Adeligen, in den Freihäusern, herrschte ein sehr reges und blühendes evangelisches Leben, freilich illegal. Auch in den Pfarren rund um Wien sah es nicht viel anders aus. Die Adeligen setzten dort in ihrer Rolle als Grundherren evangelische Prediger ein, innerhalb dieses katholischen alten oder des Diözesansystems und Pfarrsystems der alten Kirche und trugen so auch wesentlich zur Verbreitung der reformatorischen Ideen bei. Mitte der 1550er Jahre gab es mit Johann Sebastian Pfauser sogar einen zwar nicht offen evangelischen, aber doch in diesem Sinne wirkenden Hofprediger. Und dass auch der Thronfolger Maximilian II. Zeitweilig starke Sympathien für den Protestantismus zeigte, ist vielleicht bekannt.
Der reformatorischen Aufbruchsstimmung stand der beobachtbare zunehmende Niedergang des katholischen Kirchenwesens gegenüber. Das belegen Visitationen, landesfürstliche Visitationen zwischen 1544 und 1566. Die katholische Seelsorge schwächelte, althergebrachte Frömmigkeitstraditionen fanden ihr Ende. Viele Klöster waren verwaist und es fehlte vor allem auch an geeignetem kirchlichen Nachwuchs. Weder der Wiener Bischof Johann Fabri noch dessen Nachfolger Friedrich Nausea konnten diesem Zustand mit ihren Reformbemühungen Abhilfe schaffen. Die Berufung der Jesuiten nach Wien im Jahr 1551 durch Ferdinand I. war zumindest aus katholischer Sicht also durchaus berechtigt und ein entscheidender Schritt in Richtung Rückkehr zum alten Glauben. Die Evangelischen waren Mitte des 16. Jahrhunderts nämlich in der Mehrheit. Schätzungen gehen von einem evangelischen Bevölkerungsanteil von bis zu 80% aus. Es gab also einiges zu tun für die Vertreter der Gesellschaft Jesu. Als rigorose Vertreter des Katholizismus waren religiöse Vergleiche und Kompromisse für sie keine Option. Es gab übrigens auch auf der evangelischen Seite sehr strenge Lutheraner, für die Kompromisse keinesfalls eine Option waren. Ziel war die unbedingte Rückführung der Gläubigen in den Schoß der katholischen Kirche. Mittel dazu umfassende Bildungsinitiativen, Predigt, Katechese, Seelsorge, aber auch propagandistisch inszenierte Jesuitentheateraufführungen, die auch im Volk rezipiert wurden und für Zulauf sorgten. Zunächst jedoch konnten die Evangelischen noch einige Erfolge für sich verbuchen. Das betrifft vor allem die 60er und 70er Jahre des 16. Jahrhunderts, in denen das evangelische Leben nicht nur, aber auch in Wien eine Hochblüte erreichte, sowohl in religiöser als in kultureller Hinsicht. Und das, obwohl mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 Ferdinand I. seinen Untertanen eigentlich die Rückkehr zum Katholizismus hätte befehlen können. Denn der Religionsfrieden, der das Luthertum reichsrechtlich anerkannte, gestattete mit seiner Formel des Cuius Regio, Eius Religio, den jeweiligen Landesherren die Religion in ihren Territorien zu bestimmen. Und in den österreichischen Ländern war das eben der Katholizismus. In der Praxis konnte Ferdinand I., der in finanzieller Hinsicht auf die mehrheitlich evangelischen Stände angewiesen war, sein Recht jedoch nicht so ohne weiteres durchsetzen. 1556 sagte er sogar zu, vorerst keine weiteren gegenreformatorischen Aktionen mehr zu setzen. Dies veranlasste die Evangelischen, mehr und mehr aus der Deckung zu treten. Zeugnis davon geben beispielsweise reformatorische Bildprogramme aus dieser Zeit, aber auch Inschriften auf Grabmälern oder Epitaphen. Ferdinand I. starb im Jahr 1564. Und die evangelischen Stände konnten in der Folgezeit unter Maximilian II. In harten Verhandlungen gegen die Zahlung hoher Geldsummen von ihren verschuldeten Landesherren sogar die Legalisierung des Protestantismus erwirken. Also es gab dann eine Bikonfessionalität sozusagen. Sowohl auf ständischer, also auf Seiten der Landstände, wie auch auf landesfürstlicher Seite argumentierte man übrigens, wenn es um die Religionsfrage ging, stets mit der Sorge um das Seelenheil der Untertanen, für das man verantwortlich sei. Wie sah diese Legalisierung aus? In den Donauländern, also in Niederösterreich und Oberösterreich und damit natürlich auch in Wien, erlaubte der Landesherr Maximilian II. Im Jahr 1568 den evangelischen Adeligen in der Religionskonzession die Ausübung des evangelischen Kultus auf ihren Grundherrschaften auf dem Land. Das heißt, sie durften mit Betonung auf dem Land dort ganz offiziell für sich und ihre Untertanen lutherische Gottesdienste feiern. Karl II. Hat es 4 Jahre später sehr widerwillig auch in Innerösterreich seinen Untertanen zugestanden. Diese Konzession wurde 1571 bestätigt. Es gab dann auch eine Kirchenordnung, die von dem Rostocker Theologieprofessor David Petreus in Spitz an der Donau erarbeitet worden war. Diese Religionskonzession galt aber nicht für die landesfürstlichen Städte und Märkte und damals auch nicht für Wien. Trotzdem gab es hier weiterhin evangelische Predigtstätigkeit in den adeligen Freihäusern. Und um das zu kanalisieren und um dem Zustrom an Bürgern und Handwerkern irgendwie Einhalt zu gebieten und um diese
diese quasi nicht kontrollierbaren Privatexerzitien zu stoppen, hat Maximilian II. Im Jahr 1574 das sogenannte Landhausministerium in der Wiener Herrengasse genehmigt. 4 Jahre lang, und das bezieht sich jetzt auf dieses Zitat des Reichshofrats Georg Eder aus dem Jahr 1577, 4 Jahre lang, nämlich bis 1578, wurden im Landhaus, dem Sitz der niederösterreichischen Landstände, also in unmittelbarer Nähe zur kaiserlichen Hofburg, ganz offiziell evangelische Gottesdienste gefeiert. Im großen Saal des Landhauses wurde gepredigt, getauft, getraut. Zeitweilig gab es dort auch eine evangelische Schule, eine Buchhandlung und eine Druckerei. Josua Oppitz, einer der dortigen Prediger, sprach im Hinblick auf jene Jahre des Landhausministeriums von einer güldenen und seligen Zeit. Oppitz gehörte übrigens, ich habe das schon angesprochen, einer sehr strengen Richtung des Luthertums an, die ebenso wie Petrus Canisius um scharfe konfessionelle Abgrenzung bemüht war. Seine Berufung nach Wien war wegen seiner streng lutherischen und kompromisslosen Haltung auch mit Diskussionen begleitet gewesen. Und die Predigten des Josua Oppitz waren tatsächlich von scharfer antikatholischer Polemik bestimmt und standen den polemischen Angriffen seiner Gegner um nichts nach. Überliefert ist beispielsweise ein Streit mit dem Jesuiten Georg Scherer, nachdem Oppitz in einer seiner Predigten behauptet hatte, die angeblich in seinem Klosterzeich gefundenen 6000 Schädel toter Kinder seien der Beweis für die Nichteinhaltung des Zölibats. Man muss hier dazu sagen, dass derartige für unsere Ohren sehr derbe Ausdrucksweisen in jener Zeit der konfessionellen Auseinandersetzungen und Grenzziehungen in manchen Theologenkreisen nichts Außergewöhnliches waren. Mit dem Regierungsantritt Rudolfs II. Gerieten die Wiener Evangelischen zunehmend in Bedrängnis. In der Staatsregierung wurden Posten nach und nach mit Katholiken besetzt. Später wurde auch dann das Bürgerrecht an die katholische Konfession gebunden. 1578 wurde das Landhausministerium verboten, die dortigen Prediger und Schulmeister mussten das Land verlassen. Einer der maßgeblich Verantwortlichen der damaligen Rekatholisierungsmaßnahmen war Melchior Glesel, der zuvor unter dem Einfluss des schon erwähnten Georg Scherer dem Protestantismus den Rücken gekehrt und sich wieder der katholischen Kirche zugewandt hatte. Also er war ein Konvertit. Im Zuge dieser Rekatholisierungsmaßnahmen kam es zur Ansiedlung neuer Orden, zur Propagierung typisch katholischer Frömmigkeitsformen, wie beispielsweise von Leichnamsprozessionen, Marienverehrungen, Wallfahrten etc. Nach dem Aus des Landhausministeriums begaben sich dann viele evangelische Wienerinnen und Wiener in die evangelischen Gottesdienstorte außerhalb der Stadt, nach Hernals, Inzersdorf, Vösendorf, um dort Predigten zu hören und die Sakramente Taufe und Abendmahl zu empfangen. Dies wird auch Auslaufen genannt, die Zeit des Auslaufens. Und auf dem Weg nach Hernals zum Schloss der evangelischen Adelsfamilie Jörger, dieses Schloss, dort wurde in der Zeit der Gegenreformation ein Kreuzweg angelegt, von St. Stephan bis zur Kalvarienbergkirche in Hernals, die ist heute im 17. Bezirk Wiens, also heute ist das der 17. Bezirk Wiens. Der sogenannte Bruderzwist im Hause Habsburg bescherte dem Protestantismus in den Donauländern dann nochmals eine Atempause, bevor dann ab den 1620er Jahren nach den innerösterreichischen Ländern auch hier die Gegenreformation voll durchschlug. Und erst 1781 konnte dann mit dem Toleranzpatent Josef II. Evangelisches Leben in Wien wieder offiziell stattfinden und wurde geduldet. Vielen Dank, Frau Schweighofer. Vielleicht kann ich direkt einfach zwei ganz kurze Nachfragen stellen dazu. Wenn ich mir das in der Praxis vorstelle, wie tief war der Riss denn in der Bevölkerung? Also war, wenn auf einmal der Nachbar evangelisch wurde oder sozusagen dem Luthertum zuneigte, hat man mit dem nicht mehr geredet? Also wie tief, gibt es da Quellen, die davon sprechen, wie tief der Riss durch die Bevölkerung ging? Weil diese Briefe, die Sie zitieren, die sind ja quasi das sind ja in den oberen 500 die Briefe, die da kursierten. Also wie tief war das in der Bevölkerung? Also für das 16. Jahrhundert, für diese Zeit kann ich es schwer sagen. Für die spätere Zeit, wenn ich jetzt 150 Jahre später mir die Zeit des Geheimprotestantismus anschaue, da war es zum Beispiel so, dass die Menschen durchaus voneinander wussten, wer katholisch oder wer evangelisch war. Offiziell war es halt nicht erlaubt, evangelisch zu sein. Es gab aber, ja, die Evangelischen waren schon sehr, die überzeugt waren, waren schon überzeugt. Sonst hätte Kaspar Tauber da nicht sein Leben gelassen, wobei man dazu sagen muss, dass zwei seiner Kollegen sozusagen, Jakob Peregrin und
ein anderer noch, die haben widerrufen. Mhm. Ja. Okay. Und noch eine andere Sache, war diese bis 70%, was Sie gesagt haben, in der Bevölkerung auf einmal oder 80 evangelisch wurden, das ist ja in kürzester Zeit sozusagen, ist es ja übers Land geschwappt. Was machte denn das, um so mal klar zu machen, was machte das so attraktiv? War Luther oder das Luthertum so attraktiv oder war der Katholizismus erlahmt? Mit dem Beispiel wird ja heute auch oft agiert und argumentiert, dass wir sind zu wenig katholisch, wir sind zu träge, zu bürgerlich, zu verbürgerlicht. In welche Richtung würden Sie antworten? Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Also die ich habe vorhin erwähnt, die religiöse Sehnsucht der Menschen war sehr, sehr groß. Ja. Die waren auf der Suche nach Heil. Und auch Luther hat ja für seine Ablassthesen, das hat er im Beichtstuhl quasi erfahren als Seelsorger, dass die Not der Menschen groß war. Und es wurde als Befreiung erlebt, dass jetzt die Gnade ohne finanzielle Mittel, diese direkte Verbindung zu Gott, ja, dieser große kirchliche Apparat sollte keine Rolle mehr spielen bei der Heilsvermittlung. Mhm. Das wurde als sehr befreiend empfunden. Eine der Schriften Luthers heißt ja auch von der Freiheit eines Christenmenschen. Mhm. Das war sehr attraktiv für die Menschen. Mhm. Es war eine große religiöse Sehnsucht da, ein religiöser Hunger, der das auch attraktiv gemacht hat. Und auf den der Katholizismus offenbar nicht Antwort gab. Ja, der damalige Katholizismus, die kirchlichen Missstände, gerade in Wien weiß man, dass der Pfaffenhass und der Antiklerikalismus sehr stark waren. Mhm. Das heißt, man konnte mit dem nichts anfangen. Die Seelsorge war verwaist, die Leute hatten da nichts, worauf sie zugreifen konnten. Und dann kamen diese neuen Ideen, da kamen Flugschriften, die wirklich in massenhaften Exemplaren auch nach Wien gebracht wurden. Es gab Bildungsbestrebungen, das war sehr attraktiv. Mhm. Ja. Machen wir direkt den Sprung jetzt um 500 Jahre ins Jetzt. Wir haben auch schon die ersten Zuschriften bekommen. Vielen Dank. Also machen Sie weiter, chatten Sie weiter, schreiben Sie weiter. Und die Fragen, die ich jetzt direkt weitergeben möchte an die Frau Jeder-Zackel, wären zum Beispiel, die gerade kam: Was würde denn Petrus Canisius der Kirche heute raten, um mehr zu den Menschen zu kommen? Und welche Parallelen gäbe es denn von damals und jetzt? Wie gesagt, auf diese Fragen wird jetzt die Frau Gabriela Eder-Zackel antworten, kompetent wie immer. Denn sie ist Theologin, hat in Salzburg und Tübingen Theologie studiert, dann erst als Religionslehrerin und Pastoralassistentin gearbeitet und auch als freie Mitarbeiterin im ORF. Ab 2004 hat sie 10 Jahre lang die Medienarbeit der Diözese Linz maßgeblich getragen und betrieben, zuerst als Referentin im Pressebüro und dann von 2010 bis 2014 als Leiterin des Kommunikationsbüros der Diözese Linz. 2015 wechselte sie ins Haus der Frauen, das Bildungswerk, ins Bildungshaus Linz, und seit 2017 ist sie Pastoralamtsdirektorin in Linz, Kollegin sozusagen vom Herrn Beranek nebenan. Frau Eder-Zackel, Ihr Wort. Ja, grüß Gott und danke für die Einladung. Ja, wie gehen wir ins Heute mit dem, was wir jetzt gehört haben? Ich komme auf die Diözese Innsbruck zurück, die sich dieselbe Frage jetzt gestellt hat, weil sie ja eine Canisius-Diözese ist. Und sie haben 4 Symbole benannt, um das ins Heute zu führen. Herz, er war ein geistlicher Mensch. Hand, ein Mann der Tat. Schuh, ein reisender Missionar. Und Buch, er hat stark auf Bildung gesetzt. Da knüpfe ich jetzt an. Für mich ist Canisius so der Katechismus-Heilige. Petrus Canisius ist bekannt für den Katechismus. Was tut ein Katechismus? Er erklärt den Glauben. Und für mich ist er jemand, der auskunftsfähig ist und den Glauben erzählen kann, weitergeben kann. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach heute absolut gefragt ist. Was heute ganz notwendig ist, in dieser Zeit heute, dass wir über unseren Glauben, warum bin ich Christin, warum bin ich Christ, auch reden können. Und das müssen wir heute, und vielleicht ist da der Anknüpfungspunkt zu vor 500 Jahren auch ein bisschen da, in einer verständlichen, einfachen, elementaren Weise tun. Die Religionslehrerinnen und Religionslehrer können das. Und wir können uns bei ihnen dort etwas abschauen. Nicht umsonst sind heute Kleinkindergottesdienste so beliebt und so gut besucht. Warum? Weil es auch die Erwachsenen gut verstehen.
Und das ist ganz wichtig, einfach so zu reden, dass man auch den Glauben, Auferstehung, Feste, was bedeutet das Ostern, Christi Himmelfahrt und so weiter, auch in einfachen Worten zu erklären. Und doch, glaube ich, ist heute anders als vor 500 Jahren. Es ist heute nie, also der Katechismus wurde ja bis vor wenigen Jahrzehnten im Religionsunterricht noch gelehrt und zum Teil auswendig gelernt. Ich glaube, das ist heute anders. Und der Pastoraltheologe Christian Bauer beruft sich auf den Philosophen Charles Taylor. Und die sagen, Menschen leben heute religiös und säkular zugleich. Ich glaube, das hätte sich Petrus Canisius in seinem Traum nicht denken braucht. Ja? Für ihn war alles religiös. Und jemand hat auch dann religiöser werden müssen oder besser glauben müssen oder wie immer. Aber religiös und säkular zugleich, wie geht denn das? Ja, es geht heute. Menschen haben am Sonntagvormittag um 9:30 etwas anderes zu tun, als in die Kirche zu gehen. Und am Montag gehen sie zum Beispiel in eine Kirche und zünden eine Kerze für jemanden an. Charles Taylor beschreibt unser Zeitalter so, es stehe unter gegenläufigen doppelten Druck, sagt er. Leute scheinen auf sichtbare Distanz zur Religion zu gehen und doch rührt sie eine Heilige wie Mutter Teresa besonders an. Und in unserer Zeit ist es kein Widerspruch. Ich zitiere die Quantentheorie, weil das war damals auch noch kein Thema. Da wird zum Beispiel ein Teilchen, wenn es nicht gemessen wird, ist es hier und dort. Oder es gibt eine geisterhafte Verbindung zwischen zwei Teilchen. Wenn man eines bewegt, bewegt sich das andere auch. Und so ist es vielleicht genauso mit der Kirche heute. Wir müssen etwas zusammendenken, was wir vorher noch nie zusammengedacht haben. Und der tschechische Theologe Tomáš Halík sagt es so. Stellen wir uns an dieser Stelle die Frage, ob sich hier nicht ein neuer, bisher ungenutzter Weg auftut. Wie viel radikaler als bisher der Appell des letzten Konzils zum Dialog mit dem Atheismus unserer Zeit ausgeführt werden kann. Nämlich, indem wir die Ungläubigen völlig entdämonisieren und zumindest eine bestimmte Art des Unglaubens neu interpretieren und ihn als eine Sicht auf die steile, in eine Wolke gehüllte Bergspitze des undurchdringlichen göttlichen Geheimnisses von der anderen Seite des Berges sehen. Also sprich, die Leute schauen mit ihren religiösen Themen, mit ihrer Religion, mit ihrem Glauben von verschiedenen Seiten auf diese eine Bergspitze Gott. Und das bedeutet, dass wir die Vielfalt bestehen lassen und dass wir nicht sagen, der eine glaubt besser als der andere, sondern wir lassen das bestehen. Das heißt, Canisius war ein Wanderer zwischen den Welten. Würde er das heute auch schaffen, habe ich mich gefragt. Und dann ist mir Paulus eingefallen. Und wir lesen ja jetzt gerade die Apostelgeschichte von Ostern bis Pfingsten. Und da geht es ja immer darum, ist der Heilige Geist nur bei den gläubigen Juden oder ist er vielleicht auch dann bei den Heiden? Und es heißt ja dort dann auch, er kam auf die Heiden genauso herab wie auf uns, sagt der Petrus. Ja? Also ja, er ist bei den Heiden genauso wie bei den gläubigen Juden. Das war übrigens das erste Konzil, wo auch der Canisius bei einem der Konzilien dabei war. Nämlich die Entscheidung, muss man, wenn man Christ ist, zuerst gläubiger Jude werden, um dann Christ werden zu können, oder kann man auch als Heide Christ werden? Ja, man kann auch als Heide Christ werden. Die 100.000 Kilometer haben mich auch begeistert, muss ich sagen. Unglaublich, dass man so viel gehen kann und unterwegs sein kann. Und eben, dass man sich so in der damaligen Zeit, ja, also das ist ja alles viel langsamer gewesen. Also er würde auf jeden Fall bei den Pilgerinnen und Pilgern unserer Zeit Begeisterung hervorrufen. Und er hat sich nie gescheut, bei den Menschen zu sein. Das haben Sie, Herr Inamo, auch angesprochen. Ich gehe dorthin, wo die Not am größten ist. Und ich glaube, das ist heute ganz, ganz wichtig. Diese dort zu sein, Option für die Armen, dort, wo die Leute Unterstützung brauchen, dort, wo es brennt. Papst Franziskus, ich muss es sagen, macht uns das seit Anfang an vor. Seine erste Reise war nicht beim Staatspräsidenten von Italien, sondern nach Lampedusa. Ja? Dann ist er nach Lesbos, in den Irak gefahren. Es heißt,
man hätte ihn einmal gefragt, ob er nach Österreich kommt. Und er hat anscheinend gesagt, dort ist die Not nicht so groß. Ja? Ich gehe dorthin, wo die Not am größten ist. Und der Theologe Höhn sagt, wir müssen eine Bürgerinitiative des Heiligen Geistes sein heute als Christinnen und Christen. Und das Thema Hexenverbrennungen. Ich kann nicht daran vorbei, es zu thematisieren. Es heißt in dem Buch von Moosbrugger, Canisius war ein Kind seiner Zeit, das in Religionsdingen zum Teil geradezu hysterisch war. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich frage mich nur, wie war das damals? Wie war damals die Zeit? Also das würde mich zum Beispiel interessieren. Was war da so hysterisch? Was war da irgendwie so aufgeladen, religiös, dass man sich so beschimpfen konnte, dass man die Frauen des Teufels beschuldigte und sie dann zum Tode verurteilte? Ich glaube, die Hexenverbrennungen sind ein sehr dunkles Kapitel in der katholischen Kirche. Da wurde die Kirche schuldig. Und es steht den Vertretern der Kirche an, sich dem zu stellen. Die Gleichberechtigung der Frauen in der katholischen Kirche ist ein sehr aktuelles Thema. Es darf nicht zur Seite gelegt werden. Viele Katholikinnen und Katholiken sehen hier einen großen, sofortigen Handlungsbedarf innerhalb der katholischen Kirche. Ja, und Canisius war ein glühender Katholik. Er wollte die Wiederbelebung des scheintoten Katholizismus, das haben Sie auch angesprochen. Die Rechtgläubigkeit mahnte er heftig ein, sodass er sogar mehrmals ermahnt wurde von seinen Ordensoberen, dass er zu sehr auf das immer gedrängt hat. Warum hat er so agiert, frage ich mich? Hat er vielleicht eine gesunde Distanz verloren? War er zu verbissen? Oder hat er vielleicht auch einen festen Stand gebraucht, um gut in Dialog zu treten? Und das hat mir so einzelne Netzwerktheorien in Erinnerung gerufen, die sagen heute, um die Knotenpunkte gut zu verbinden in einem Netzwerk, braucht dass der Knotenpunkt einen guten Halt, um dann den Dialog zu führen. Und ich glaube, das ist auch in der ökumenischen Dialog, im interreligiösen Dialog ganz wichtig, dass man weiß, von wo man her spricht. Ja, und ich zitiere zum Schluss noch den Kardinal Volk, unmittelbar nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil sagt er, wir starren in eine Richtung, aus der Gott kommen muss. In der Zwischenzeit steht er allerdings hinter uns und sagt, dreh dich um, ich bin schon da. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung heute. Das geht eher in Ihre Richtung. Was heißt das? Wie kann man wirksam, innovativ sein, auf die Zeichen der Zeit hinschauen? Umdrehen, in Bewegung bleiben, hinschauen, hingehen, die Leute fragen, was bewegt dich. Das ist, glaube ich, einer der Schlüssel, wie wir heute auch Glauben leben können. Vielen Dank. Frau Eberzacke, vielleicht auch direkt zwei oder eine Nachfrage dazu. Diese Gleichzeitigkeit, das fand ich eindrucksvoll, von mit Charles Taylor gesprochen, von den religiösen Welten, in denen man sich bewegt, genauso wie die säkularen Welten und sowas, dass man das anerkennen sollte, ja, so die Autonomie der Teilbereiche der gesellschaftlichen. Da denke ich mir, auch gelesen bei Bonhoeffer schon vor 80 Jahren, der Mensch, so wie er ist, kann nicht mehr religiös sein, also in Widerstand und Ergebung. Das sind Sachen, die sind 80 Jahre alt. Warum ist das heute noch immer neu? Also warum tun wir so, als wäre das so eine neue Erkenntnis, sozusagen das eine? Und warum verfangen dann offenbar auch manche Reformprojekte, die wir als Katholiken anstoßen, so wenig? Oder fehlen noch andere Dimensionen dabei, dass wir uns nur einreden, wir sind nicht erfolgreich mit dem, was wir machen. Sie stecken ja mitten auch in diözesanen Neuaufbruchsprozessen. Vielleicht können Sie da ein bisschen was zu sagen. Ja, ich glaube, dass wir vor 80 Jahren hat die Religiosität in unserem Land auch anders ausgesehen. Und es war mehr selbstverständlich, dass einfach das religiöse Leben auch weitergegeben wird mit der Erziehung. Sogenannte Volksfrömmigkeit, wie man auch sagt, der Volksglaube. Und das hat sich meiner Meinung nach sehr stark verändert. Und nicht nur meiner Meinung nach, sondern auch von soziologischen Studien her. Und das heißt, wir müssen einfach auch anders auf das zugehen, ja? Also, oder auch weniger voraussetzen. Ja? Und das war sicher anders als bei Bonhoeffer, glaube ich. Ja? Und das ist, aber trotzdem haben die Leute religiöse Fragen oder haben sie
wollen sie wissen, was ist der Sinn in meinem Leben? Oder was ist der Platz hier? Was gibt es nach dem Tod? Oder die Faszination für Heilige oder auch für Personen, die einen besonderen Glauben haben, die kommt ja auch von da, dass man sagt, aha, der hat einen Sinn gefunden in seinem Leben. Und das, glaube ich, haben Jugendliche und junge Menschen, die vielleicht nicht dauernd in die Kirche gehen, genauso. Ja? Und das zu akzeptieren, das meint auch Thomas Halleck zum Beispiel. Ja. Das Thema Bildung und sozusagen das kam, schien jetzt schon durch, dass es auch ja für Canisius ein ganz wichtiges war. Und das ist eine Frage wieder aus dem Chat, die ich an Pater Inama weitergeben möchte, dass Bildung ja so wichtig gewesen, so wichtig war damals und eigentlich Erwachsenenbildung damit gemeint war. Und die Frage lautet, welche Bildungsinitiativen der Jesuiten denn heute, welche Bildung würden die Jesuiten heute initiieren, wenn sie nochmal neu anfangen würden, war eine Frage. Gibt es Aspekte, wo man Bildung verändern würde oder was sozusagen im Geiste von Canisius, wenn man heute den neu liest, ob man vielleicht woanders ansetzen würde? Naja, aber das ist schon ein bisschen zeitlang her. Da gab es diese Diskussion bei uns Jesuiten, ob wir nicht so sehr mit den Eliten verhaftet sind, mit unseren Schulen. Und ich kann mich erinnern, zum Beispiel in Sydney, wo ich mein Tertiat gemacht habe, da gab es dann bewusst eine Schule in einem Viertel, wo man sonst nicht so hinkommt. Und gut, da sehe ich, wenn ich da diese Eigenwerbung machen darf mit Concordia, wir sind im Kosovo, wir sind in Rumänien und dort haben wir auch Schulen. Gerade in bildungsfernen Schichten, würde man, glaube ich, sagen. Und da sehe ich, also ich glaube, da muss man die große Perspektive sehen, wo braucht es uns da wirklich. Ja. Ist die vor gar nicht so langer Zeit eröffnet in Innsbruck die Zukunftswerkstatt der Jesuiten, ist ja auch eine Bildungsinitiative, wenn man so will, wo Jugendliche und junge Erwachsene an die Hand genommen werden, um sowas wie Berufung zu erfahren, nachzuspüren, überhaupt erstmal die Frage zu lernen, welchen Ruf kann ich hören heute sozusagen oder was ist meine Frage an die Welt? Wo kommt Ihnen denn, was ist denn für Sie kanisianisch sozusagen im Jesuitenorden heute? Wenn Sie jetzt, Sie haben sich jetzt viel kundig gemacht, auch unter Ihren, Sie haben eben den Mitbrüdern gedankt, wo Sie gesagt haben, was sozusagen, was Sie selber gelernt haben. Was ist heute das kanisianische Moment? Also ich glaube, da unterscheiden wir Jesuiten uns nicht so sehr von der Allgemeinheit. Also der Canisius, glaube ich, jetzt ist ein Anlass, mehr über ihn nachzudenken, aber so präsent ist er nicht, ist mein Eindruck. Ich würde gerne anschließen an das, was Sie gesagt haben und auch zurückkommen nochmal auf die Frage der Attraktivität des evangelischen Bekenntnisses. Da spielt natürlich auch die Bildung und die Sprache eine Rolle. Also die deutsche Sprache, ich sage jetzt die Luther-Übersetzung, dem Volk aufs Maul schauen, das war natürlich auch sehr attraktiv. Die religiöse Mündigkeit, die damit verbunden war, die Freiheit, die damit verbunden war, von starren Institutionen religiös mündiger Mensch zu sein, ist ja dann auch verbunden worden mit sozialen Forderungen. Ich sage jetzt nur Bauernkriege, die von Luther sehr kritisiert wurden, aber wo dann verschiedene Bevölkerungsschichten diese reformatorischen Ideen für sich quasi instrumentalisiert haben, um einen Aufbruch zu starten, auch in sozialer Hinsicht. Und eben verbunden mit der deutschen Sprache, mit diesem elementaren Zugang auch zu den Menschen über die Seelsorge, über die deutsche Predigt, weil Sie das erwähnt haben, auch die, was war die Zeit damals? Es gab 1348 Pest, es gab die Hussitenkriege und die Menschen hatten ein großes Heilsbedürfnis zu dieser Zeit. Und waren dementsprechend auch die kauften Ablässe, weil damit wurde ihnen das Heil versprochen. Das ist ein magisches Verständnis, nicht? Wenn ich so und so viel zahle, dann bekomme ich. Genau, Seelenmessen lesen, ja, und dann noch für den Großvater und für die Tante, ja. Und die Menschen waren bedürftig, weil sie nach Gnade gesucht haben. Und das war auch das, was ich erwähnt habe. Luther hat es eben erfahren als Seelsorger und gemerkt, dass es hier Defizite gibt. Und das hat ihn dann eben zu seiner Frage gebracht, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ja?
Und die Bildungsbestrebungen, das ist natürlich auch im Protestantismus, spielt eine große Rolle. Da haben die Jesuiten ja dann auch als Antwort auf die Reformation das auch so intensiviert. Evangelische Schulen haben immer eine Rolle gespielt von Anfang an. Losdorf zum Beispiel bei Melk, da gab es eine Schulordnung, die bei Jesuiten, da war das Attraktive, war die Gratisschule, das war, soweit ich weiß, kostenlos, das war natürlich attraktiv. In Losdorf, das war eine ständische Schule für Buben und Mädchen aus allen Ständen. Also hier wurde wirklich versucht, Bildung durchs Volk. Gibt übrigens noch Schulhefte von damals. Mhm. Und das ist auch ein Punkt, wie man Bildung, wie kommt man heute an Bildungssprache, wie kommt man heute an die Menschen ran? Da möchte ich noch was dazulegen zur Digitalisierung. Sie haben das gefragt, wie kann ich heute anknüpfen oder an die digitale Wende. Ein Punkt für mich von Seiten der Pastoral oder Seelsorge ist zum Beispiel das Stichwort Medienpastoral. Also wir haben das gerade in Corona jetzt gesehen, ja, dass... Das ist das Wort doch gefallen. Ja, das darf nicht sein, weil wir können auch etwas lernen aus dieser Zeit. Ja, und das ist ja auch etwas, was uns herausgefordert hat. Aber was hier deutlich geworden ist, dass unsere Glaubenskommunikation auf verschiedenen Ebenen abläuft. Also über ein Heft oder ein Buch und so weiter, genauso wie über TV-Gottesdienste und so weiter und der Social-Media-Bereich. Endlich ist es auch bei uns klar geworden in unseren Köpfen, und so rede ich auch von meiner eigenen Diözese, von den Leitenden in der Diözese, dass dieser Social-Media-Bereich ein Lebensraum ist. Und dass das nicht nur ein Video ist, das man dort hat, oder da irgendwie drei Zeilen, die man schreibt, oder ein Foto, es ist ein Lebensraum. Das heißt, es ist auch eine Seelsorge dort. Und das heißt dann, es ist ein seelsorgliches Wirken. Und das heißt, es ist mehr als nur ein Video dorthin stellen. Ja? Und das, glaube ich, ist einer unserer Herausforderungen, hier auch seelsorglich tätig zu sein. Mit allen Kommunikationswegen, die wir haben. Zum Beispiel zu Ostern über ein verständliches Heft, Ostern feiern, das man auch zur Hand geben kann, bis hin zu Videos, was ich vor allem Sonntag für Kinder erkläre, bis hin zu geistlichen Impulsen einer katholischen Männer- oder Frauenbewegung und. Und das gemeinsam macht natürlich auch eine gewisse Stärke und Kraft und Wirksamkeit. Das glaube ich auf jeden Fall. Ein Faktor, der jetzt gerade nicht erwähnt wurde, aber das hörte sich sehr stark an nach Service. Wir müssen als Kirche auch in den Social Media dabei sein. Aber ich glaube, was ja der Canisius auch lehrt, ist ja, man muss das authentisch machen. Ja, es braucht sozusagen, Sie hatten gesagt, das Netz, diese Netzwerktheorien, es muss einer sein, und Canisius steht ja für 110%, wenn man dieses blöde Beispiel nimmt, katholisch, so völlig ungebrochen katholisch, wie wahrscheinlich keiner von uns, auch ein Priester, nicht mehr ungebrochen katholisch heute ist, weil der Zweifel, den hat man ja immer im Rucksack mit dabei irgendwie und eingeimpft bekommen. Aber ich glaube, das ist ja oft das Problem, dass wir tun dann so als mittelalt, jung geblieben, alt geworden, jetzt machen wir auch noch Social Media. Aber es ist nicht unsere Lebenswelt für viele, ganz einfach so. Und man muss Leute finden, die authentisch in diesen Lebenswelten das vereinen. Und ich glaube, das ist daran hart als bei uns, habe ich manchmal den Eindruck. Ja. Dann gibt es einen Beschluss, jetzt machen wir Social Media. Aber so einfach ist es halt nicht. Ich denke auch, der Umgang mit Medien, der ja im 16. Jahrhundert auch eine große Rolle gespielt hat. Das neue Medium des Buchdrucks ist auch heute die große Herausforderung. Ich habe erst vorgestern erfahren von der evangelischen Pfarrerin in Simmering, da gibt es jetzt, hat aber mit Corona zu tun, aber nichts mit den Medien, dass es jetzt Gespräche gibt. Also während des Gehens, die gehen in Simmering spazieren, ist eine Idee aus Norddeutschland angeblich, um hier einfach zu sprechen, auch Seelsorge zu betreiben. Der Umgang mit Medien, weil das jetzt angesprochen wurde, ich erinnere mich da an letztes Jahr. Erik Pflüger ist Ihnen vielleicht ein Begriff, der letztes Jahr zu Beginn der ganzen Corona-Situation gemeint hat, seine katholische Kirche war noch nie so peinlich wie jetzt. Weil plötzlich, und das betrifft die evangelischen Kirchen genauso, alle Pfarrerinnen und Pfarrer mit einfach auf YouTube sich gestellt haben und sich da produziert haben und das nicht immer ganz glücklich verlaufen ist, wo dann die Frage war, kommen wir so an Menschen ran, die wir erreichen möchten, die sonst vielleicht, die eigentlich ein Publikum wären in dieser Zeit, um sie für die Kirche zu gewinnen, und dann präsentieren wir uns so. Dass es da auch ein
ein Gefühl braucht, wie man mit diesen neuen Medien umgeht. Das ist ganz wichtig. Und nicht einfach voller Büro und dann wird es eher peinlich. Auf der anderen Seite muss ich dazu stehen, dass die Telefonseelsorge oder die Chatseelsorge der Telefonseelsorge 3-4 Mal so viel gemacht hat wie normal und sich total schnell auf das eingestellt hat und dadurch irgendwie auch professionell gearbeitet hat. Oder dass mir ein Pfarrer erzählt, dass plötzlich sein Neffe seine Streaming-Gottesdienste immer anschaut und davor noch, also lange Zeit, nicht Gottesdienste besucht hat. Also es gibt auch solche Beispiele, es ist richtig, dass das auch professionell gemacht wird oder auch in einer gewissen Form authentisch gemacht wird, aber trotzdem auch einmal die Scheu zu verlieren, einfach einmal hineinzugehen, heute auch für wichtig. Ja. Interessant, dass wir jetzt von vor 500 Jahren Petrus Canisius zur digitalen Seelsorge gesprungen, geswitcht sind. Vielleicht einen Zwischenschritt nochmal eben zurück. Das Thema Katechismen interessiert mich noch, was ja für Canisius sehr wichtig war und ihn auszeichnete. Es gibt ja auch heute Katechismen weiterhin, abgesehen vom klassischen katholischen Katechismus der katholischen Kirche, gibt es auch einen UCAT, herausgegeben von den österreichischen Bischöfen mit, ein DUCAT, es gibt da Auskopplungen. Sind solche Sachen in der Seelsorge heute im Einsatz eigentlich? In der Pastoral, meine ich? Ich glaube schon, dass sie im Einsatz sind. Das zeigt uns ja, dass dieser UCAT und so weiter auch Verbreitung hat. Aber ich glaube, dass heute zum Beispiel auch soziologisch festgestellt ist, dass der Glaube sehr einen persönlich treffen muss, emotional treffen muss, dass also das persönliche Gespräch, das persönliche Beispiel enorm wichtig ist. Ja? Und, oder dass ich suche mir praktisch den Glauben auch zusammen, ja? so furchtbar das vielleicht in manchen Augen oder Ohren klingen mag, aber es ist so derzeit. Das heißt, auf das müssen wir uns einstellen. Und da glaube ich wieder, dass ein Buch oder ein Heft, das man da hergibt, wahrscheinlich nicht gleich auf das reagiert, sondern dass das persönliche Gespräch, das authentische Zusammentreffen wichtig ist. Bei der Jugend zum Beispiel geht es nicht darum, dass immer nur ein 20-Jähriger auf die Jugendlichen zugehen darf, sondern es gibt auch authentische Persönlichkeiten, die Jugendliche mögen, sage ich immer. Mögen muss es einfach. Und dann mit ihnen in Kontakt kommen, dann schätzen die auch das, der mag mich, der schätzt mich, der will was hören, wie es mir geht. Und das ist wichtig. Es gibt ja viele Erwachsene, die ja sie fürchten. Gottes Willen, wie schauen denn die heute aus? Jetzt also wieder, es kommt wieder die Mode, orangene, grüne, rosane Haar und Schwarz und Tüllröckchen und was ich was. Also das ist, ich bin fasziniert, wie cool die gekleidet sind jetzt wieder. Ja, das muss da hast du ja auch eine Meinung, wenn du so kleidest. Und dann denke ich mir, ja, das mag ich wissen, was denkt ihr? Da wird der Umweltschutz ein Thema sein, da wird das Soziale ein Thema sein, da wird das Freundschaft natürlich ein Thema sein. Und da braucht es persönliche Begegnungen, glaube ich. Ja. Eine Frage kam noch aus dem Chat, vielen Dank auch dafür. Muss die Kirche die Gleichnisse Jesu in heutiger Zeit übersetzen, um sie besser zu verstehen? Ich möchte das etwas ausweiten, die Frage, ob unsere Sprachspiele noch verfangen heute, unsere religiösen, unsere biblischen, weil wir können noch so coole Übersetzungen, Transmissionsriemen schaffen und dann kommt die biblische Sprache ins Spiel und die kriegt man von Latz geknallt, im Idealfall noch erklärt vielleicht, aber es funktioniert halt oft nicht mehr. Wie ist das heute in der Pastoral, das Ringen um moderne Sprachspiele? Ich glaube, es geht immer nur darum, dass man an die Lebenswelt oder die Bilder, und diese Bilder auch der jungen Menschen oder der jungen Familien oder auch der älteren Menschen anknüpft. Ja? Und ich denke mal, wenn man heute über Instagram, was sie zu dem Sonntag ein Video macht oder zur Apostelgeschichte ein Video, dann brauche ich die Bilder, die auch diese jungen Leute heute verwenden. Und dann kann ich sehr wohl die Inhalte der Apostelgeschichte meiner Meinung nach ins Heute übersetzen. Also das glaube ich schon. Zum Beispiel diese Apostelgeschichte 11, wo der Petrus dieses Netz da herunter bekommt mit den fünf Tieren und weiß auch nicht, ob das essen sie oder nicht. Also da geht es ja genau um das, soll ich das Fremde jetzt annehmen oder nicht? Denke mal, ich glaube, da kriegt man schon was hin, dass man das auch ins Heute übersetzen kann, so ein Bild. Also, und was mir auch sehr gefällt, ist die revidierte Einheitsübersetzung. Die ist zum Teil, finde ich, verständlicher und mehr an der Sprache der heutigen Zeit. Mhm.
Vielleicht, ich weiß nicht, was sich im Chat noch abspielt, ob sich noch viel abspielt, aber sonst würde ich langsam in eine letzte Runde gehen, mal, es sei denn, es kommt noch was dazwischen. Aber das Thema oder der Titel der Veranstaltung lautete ja eine Anleitung zur Frömmigkeit. Vielleicht können wir da noch einen Satz zu sagen. Ich stelle mir in Petrus Canisius, abgesehen von den Bildern, die es gibt, oder die Bildnisse, als wahnsinnig frommen Menschen vor, als katholisch frommen Menschen. Was ist denn, was macht heute moderne Frömmigkeit eigentlich aus? Fangen wir mal damit an. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand, der so viel gegangen ist und der so viele Welten gesehen hat, in Europa hauptsächlich, ja, bis Sizilien ist er der eben gekommen und so weiter, dass der weltfremd war. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also der wird auf jeden Fall gemerkt haben, was die Leute beschäftigen, wird ja auch erzählt, dass er immer bei den Leuten, die Schwierigkeiten gehabt haben, war. Und dann ist er auch nicht nur dieser makellose, wie man sich heute vielleicht so einen frommen, abgehobenen Frommen vorstellt. Das kann man nicht vorstellen. Mhm. Und da sind wir auch dann noch die anderen Heiligen eingefallen. Das sind keine makellosen Leute, die wenigsten, muss ich ehrlich sagen, sondern das sind Vorbilder in bestimmten Aspekten des Glaubens. Und da sind sie wirklich glaubwürdig gewesen. Und so wie der Jägerstätter oder die Mutter Teresa auch nicht makellos waren. Aber sie haben irgendwie das gemacht. Und das schätze ich auch an diesem Canisius. Vielleicht können wir noch einfach kurz drei, es muss nicht jeder was zum Thema Frömmigkeit sagen, aber drei Aspekte nochmal, wenn wir sagen, Sie haben jetzt sich heute vorbereitet auf den Tag und haben also sozusagen sich mit Canisius befasst. Was sind so die drei Aspekte, wo Sie sagen, das nehme ich jetzt mit aus der Geschichte eigentlich? Was habe ich von Canisius selber gelernt? Was wären das für drei Punkte vielleicht? Wir haben ja vieles schon angesprochen, aber muss ich sagen, das vielleicht der Jesuit unter uns. Naja, mir geht das Wandern schon nochmal nach. Wir haben am Wochenende unsere kleine Wallfahrt gemacht und da ist für mich auch dieser, also ich glaube einfach, dass wenn du im Gehen kannst du vieles internalisieren. Ja? Also halt fehlt einfach oft auch die Zeit wirklich. Und das hat für mich auch schon etwas mit Frömmigkeit zu tun, dass die Sachen dass sie sich setzen können und dass ich die durcharbeite, auch mit den Füßen. Also das stelle ich mir beim Petrus Canisius, stelle ich mir es einfach mal so vor. Bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so war. Und es gibt auch eine App der Jesuiten, eine Canisius-App, die genau eine Pilger-App eigentlich ist. Ja, ich habe es zwar, muss ich gestehen, nicht mitgemacht, aber eben, das wurde von jungen Leuten entwickelt und ich finde, die sollen das machen, weil wenn ich das mache, schaut wahrscheinlich nichts raus. Ja. Naja, aus evangelischer Perspektive berühren mich natürlich seine Aktivitäten in Richtung Gegenreformation. Also ich habe erwähnt, es ging um konfessionelle Abgrenzung, da waren beide Seiten massiv beteiligt. Aber natürlich, die Jesuiten werden da immer als Speerspitze der Gegenreformation bezeichnet. Das hat natürlich für den österreichischen Protestantismus einen massiven Einbruch gebracht. Also es gab dann einfach über sehr viele Jahrhunderte bis 1781 offiziell keinen Protestantismus in Österreich. Das ist schon was, was uns Evangelische natürlich beschäftigt, diese Zeit. Und mit dem das ist auch für mich das Erste, wenn ich Canisius höre, das ist meine evangelische Perspektive, denkt man natürlich sofort an den Gegenreformator. Ja. Mhm. Gleichzeitig, ja, es ist schon beachtlich, die Initiativen der Jesuiten im 16. Jahrhundert, ihre Antworten, auch das, was sie dann tatsächlich zustande gebracht haben, da die Kollegiengründungen, das ist auch schon beachtlich, natürlich immer in Verbindung mit Politik. Also ohne Politik ging auch im 16. Jahrhundert nichts und auch der Protestantismus wäre nicht so stark geworden ohne Politik. Und ohne das katholische Herrscherhaus, ja. Jetzt noch haben wir die letzte Runde eingeläutet und schon purzeln noch die Fragen hinein oder die Beiträge hinein. Eine interessante Frage zum Thema Ökumene eigentlich ist, sind die Kirchen der Reformation mit Petrus Canisius versöhnt oder ist Canisius noch immer ein ökumenischer Spaltpilz eigentlich?
Ich habe mich mit der Frage nicht intensiv befasst. Ich habe jetzt nur schon gesagt, er ist natürlich mit dem Schlagwort Gegenreformation verbunden. Wir sehen in ihm natürlich auch keinen Heiligen, ganz klar. Ich denke, wir sollten mehr nach vorne schauen als zurückschauen auf Canisius. Also vielleicht auch im Zuge dieser Veranstaltungsreihen jetzt zu seinem 500. Geburtstag glaube ich auch, dass es besser ist, in die Zukunft zu schauen, als sich auf diese aus historischer Sicht durchaus interessanten konfessionellen Streitigkeiten einzulassen, die jetzt aber für heutiges Zusammenleben nicht zielführend sind. Ich denke, das sollte man eher einen Schritt nach vorne tun und auch reflektieren, was damals nicht gut gelaufen ist im ökumenischen Zusammenleben. Also, ökumenisch ist jetzt übertrieben, aber im Zusammenleben der Konfessionen, ja. Gerade wenn Trient gefallen ist, ja, die Spaltung war da. Da gab es auf beiden Seiten die keine Kompromisse wollten. Und das sollten wir besser vorschauen als zurückschauen, denke ich. Immerhin sitzen wir ja friedlich miteinander. Ja, das ist auch ein gutes Zeichen und ja, genau. Denke ich auch. Die letzte Überleitung zur Frau Ida Zackel vielleicht auch nochmal und zum letzten Wort dazu, was ich Ihnen gerne geben möchte. Es war die Frage, auch ein Beitrag nochmal zur zeitgemäßen Pastoral. Es war ein Beitrag aus dem Chat. Es ist doch wichtig, die katholische Religion zu lehren, nur Kerzen anzünden geht ja immer. Aber die Gegenwärtigsetzung des Kreuzesopfers Jesu, das gehört gelehrt, gefeiert und unterrichtet, unterwiesen. Damit sind wir wieder beim Thema Katechismus und Glaubenswissen angekommen. Ich diskutiere das mit unserem Bischof Manfred Scheuer immer wieder, weil er immer wieder sagt, es ist doch notwendig, dass es Leute gibt, denen der Glaube vertraut ist. Und das glaube ich auch. Es braucht die Menschen, denen der Glaube, auch der katholische Glaube, wirklich vertraut ist. Denn wenn eben Leute, die, sagen wir mal, Suchende sind, in eine Kirche gehen, dann sollen sie dort auch etwas vorfinden, wo sie mitgenommen werden, wo das Vaterunser gekonnt wird, wo sie irgendwie, wo man weiß, wie bewegt man sich im Gottesdienst. Also das ist sehr wichtig. Und ich glaube, das müssen wir auch stützen von Seiten der katholischen Kirche, auch wenn wir jetzt Zukunftsprozesse und so weiter machen, ist es uns eben auch wichtig, die Gemeinde am Ort zu stützen, die Menschen zu stützen, denen der Glaube auch wirklich viel bedeutet und vertraut ist. Und ich glaube, das muss sich dann gegenseitig wieder ergänzen und mitnehmen. Ja? Ich glaube, nur so kann es gehen. Wobei die Frage, glaube ich, eher darauf auch zielte, dass man mit Jugendlichen oder Kindern Religion wirklich vermitteln muss. Also sozusagen nicht nur anhand von Fragen, wie das Leben, die versuchen, die Lebensrealität zu übersetzen, sondern was ist das Kreuzesopfer Jesu gewesen? Ja, ich muss Ihnen sagen, dass meine Kinder sehr oft gefragt haben, ja, warum hängt der dort am Kreuz? Und du musst es dann den 5-Jährigen, 6-Jährigen, 10-Jährigen und 20-Jährigen erklären. Ja? Und das fordert dich wirklich auch heraus zum Teil, ja? Bei vor allem den 5- oder 10-Jährigen. Ja? Und ja, das war wirklich die furchtbarste Form, wie man damals Menschen umgebracht hat und der hängt dort. Aber er hat uns so mögen, dieser Jesus, dass er eben das bis zum Schluss mitgegangen ist, bis zum Tod. Ja? Und dann haben sie ihn plötzlich als Lebendigen wiedergesehen. Ich glaube, das, und ich habe das schon zuerst gesagt, der Katechismus, ich glaube, dass es darauf ankommt, das persönliche Beispiel. Das glaube ich, dass heute ein Unterschied ist als früher. Das muss ich sagen. Aber da geht es auch um Kreuzesförmigkeit und. Also das wird auch die Herausforderung sein, das auch zu erklären. Und vielleicht auch zwei Aspekte, die den Canisius noch würdigen, die was Sie jetzt sozusagen mitnehmen, besonders von der Vorbereitung her? Nochmal. Haben wir aber schon viel gesagt. Ja, aber noch zwei so Highlights. Zwei Highlights, die ich noch mitnehme. Ja, ich habe es ja schon gesagt, die Auskunftsfähigkeit, das ist für mich wirklich, also im Glauben wirklich auch erklären können, sagen können, was ich glaube. Das ist eines der, glaube ich, der größten Herausforderungen und der Dialog. Also einfach immer wieder im Dialog mit den Menschen zu treten, über den Glauben. Ja, mir ist noch was eingefallen, weil wir uns das ja binnenkirchlich natürlich austauschen, dass es natürlich in einer zunehmend säkularen Welt auch darum geht,
die Leute anzusprechen, die mit einer Glaubenssprache überhaupt nichts mehr anfangen können. Auch Kinder und Jugendliche, die keine Ahnung mehr haben, wenn Adam und Eva auf einem Bild in irgendeinem Museum sind. Also ich glaube, das ist eine große Herausforderung, die noch größer ist als der Umgang mit Menschen, die noch damit sozialisiert sind. Gut. Ich glaube, wir können es damit beschließen. Ich habe jedenfalls für mich sehr viel gelernt heute Abend. Vielen Dank dafür. Ich gehe jetzt ganz anders an die nächste Miteinander-Ausgabe ran. Vielleicht schreibe ich ja mal was über Canisius. Habe ich mich bisher immer drum gedrückt, ehrlich gesagt. Aber jetzt fühle ich mich irgendwie motiviert dazu. Vielen Dank an die Runde und vielen Dank fürs Zuschauen auch zu Hause. Und vielleicht mögen Sie noch ein letztes Wort sagen als zuständiger Pastoralanstalter aus Wien. Mit dem Canisius-Hut vor sich liegend. Ich beneide ihn und beneide die Menschen aus dieser Zeit tatsächlich für dieses Unterwegssein. Also wie du schon gesagt hast, ich glaube, das macht was mit unserer Spiritualität und mit unserem Leben, wenn wir in Bewegung kommen. Das macht mit uns was als Kirche. Mich fasziniert schon so seine leidenschaftliche Frömmigkeit. Und gleichzeitig tröstet es mich, dass er auch ein Kind seiner Zeit war, weil das was unglaublich Entlastendes auch hat. Und vielleicht ist das ja so die große Herausforderung, dass wir gerade in unserer Zeit, knüpft ein bisschen an das, was du gesagt hast, wir müssen, jeder und jede von uns muss den eigenen Weg finden, heute den Glauben zu leben. Und wenn uns der Petrus Canisius dazu inspiriert, sozusagen meine ganz persönliche Form meines Christinseins heute zu entwickeln, kann dieser Abend vielleicht auch ein bisschen dazu inspirieren. Und dann wünsche ich eine spannende weitere Entdeckungsreise auf diesem Weg. Ein letzter Literaturhinweis, weil das Buch hier liegt, weil der Name gefallen ist, aktuell erschienen vom Matthias Moosbrugger, ein Innsbrucker Theologe, der eine aktuelle Publikation zu Petrus Canisius vorgelegt hat, aus Anlass des Jubiläums. Genau, sehr lesenswert und gut lesbar, wirklich. Vielen Dank.